Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit dem erklärten Erfolgswillen aller Beteiligten hat auf dem Petersberg bei Bonn die Afghanistan-Konferenz begonnen. Bereits am ersten Tag einigten sich die Delegationen auf den Zeitplan zur Bildung einer Übergangsregierung, wie ihn die Vereinten Nationen vorgeschlagen hatten. Bis zum Ende der Woche wollen sie sich auf gemeinsame Ziele bei der politischen Neuordnung und beim Wiederaufbau verständigen. Nicht er, aber sein Vater, Zahir Shah, Ex-König von Afghanistan, könnte zumindest einer Übergangsregierung von Afghanistan vorstehen. Alle vier Delegationen vom fernen Hindukusch scheinen sich den früheren Monarchen in dieser Rolle gut vorstellen zu können. Dass so konkret schon über Personen verhandelt wird, zeigt, der Wille zu einer politischen Neuordnung Afghanistans ist groß. Das Land am Hindukusch will endlich Frieden haben. Wir sind durstig nach Frieden. Wir sind hier, um umfassende Entscheidungen zu treffen und umfassende Basisarbeit zu leisten, um ein neues Afghanistan aufzubauen. Der deutsche Außenminister und sichtbar stolze Gastgeber konnte zufrieden sein. Überraschend schnell hatten sich die Delegationen auf drei wichtige Punkte geeinigt. Auf die Einsetzung einer auf 6 Monate begrenzten Übergangsregierung sowie einer provisorischen Ratsversammlung. Und schon im Frühjahr soll eine Not-Loyal Jirga tagen, die Zusammenkunft aller Stammes- und Religionsführer Afghanistans. Wir müssen auf die verschiedenen Volksgruppen Rücksicht nehmen, auf die Rolle von Frauen und Männern und die Religionen. Afghanistan ist wie ein Mosaik. Wenn man es richtig zusammensetzt, ist es ein wunderschönes Bild. Hier oben auf dem Petersberg wurde ein wichtiges Thema bis jetzt ausgeklammert. Nämlich, werden die Delegierten einer Umsetzung ihrer Entscheidung zustimmen, solange noch fremde Truppen in ihrem Land stationiert sind? Ja, sagte mir heute ein Delegierter, allerdings nur, wenn diese Soldaten unter dem blauen Helm der UNO dort sein würden. Und genau das will die Antiterrorallianz bis jetzt nicht. Im Norden Afghanistans ist die Revolte gefangener Taliban-Kämpfer niedergeschlagen worden. Nur mit Unterstützung durch US-Kampfbomber war es der Nordallianz gelungen, die Lage in der Festung bei Mazar-i-Sharif unter Kontrolle zu bringen. Am entscheidenden Schlag gegen die Aufständischen heute waren auch britische und amerikanische Soldaten beteiligt. Im Krieg ist kein Platz für Gefühle, schon gar nicht für den Feind. Soldaten der Nordallianz benutzen die Leiche eines gefallenen Taliban-Kriegers als Deckung im Kampf. Bis 2 Uhr früh hatten amerikanische Flugzeuge die Festung Kalai Jangi beschossen. Der Morgen sollte den Sieg bringen. Doch die Taliban haben noch immer Munition für ihre Granatwerfer und Kalaschnikows. Dieser Kämpfer der Nordallianz wird von einer Kugel getroffen. Er überlebt schwer verletzt. Aber wir zählen mindestens 7 Tote unter den Angreifern. Erst am Nachmittag ist der Widerstand der Taliban gebrochen. Die Nordallianz-Kämpfer dringen in den Hof ein, in dem sich ihre Gegner seit der Revolte am Sonntag verschanzt hatten. Die Sieger sind erschöpft. Ihnen bietet sich ein grauenvolles Bild. Aber die Taliban haben diesen elenden Tod im Staub gewählt. Sie alle wollten als Märtyrer sterben. Kurz vor 4 fallen die letzten Schüsse. 2 oder 3 Kämpfer sind noch am Leben, dann rollt ein Panzer vor. Minuten später herrscht eine tödliche Ruhe in Kalai Jangi. In der nordafghanischen Stadt Talugan ist ein schwedischer Kameramann getötet worden. Nach Augenzeugenberichten erschossen Jugendliche den 42-Jährigen bei einem Raubüberfall in seinem Hotelzimmer. Ulf Strömberg ist der 8. Journalist, der seit Beginn des Krieges ums Leben kam. Die amerikanischen Bodentruppen bauen ihren Brückenkopf im Süden Afghanistans weiter aus. Schon kurz nach ihrer Landung hatten die Marineinfanteristen vergangene Nacht offenbar die erste Bewährungsprobe bestehen müssen. Kampfhubschrauber gaben Flankenschutz für einen Luftangriff auf einen feindlichen Konvoi, der sich der US-Stellung in der Wüste unweit der Taliban-Hochburg Kandahar genähert hatte.
Von Flugzeugträgern und Amphibienschiffen vor Pakistans Küste geht der US-Aufmarsch in Südafghanistan weiter. Heute Nacht noch sollen über 1.500 Ledernacken auf feindlichem Gebiet sein. 6 Wochen nach dem Beginn der Bombardierung wird es nun ernst für die USA selbst. Erster Einsatzbefehl: den primitiven Flughafen 90 Kilometer von Kandahar, den sie in einem kurzen Nachteinsatz vor einem Monat angriffen, nun auf Dauer zu sichern. Die Landebahn wurde inzwischen mit Beleuchtung ausgestattet. Eine Operationsbasis für den eigentlichen Auftrag. Kampfeinsätze gegen versprengte Einheiten der Taliban und Al-Qaida und möglicherweise Osama bin Laden selbst. Die Russen haben Geheimdienstinformationen über Lage und Ausstattung dieser Bergfestungen geliefert, die sie selbst nie erobern konnten. Fast krampfhaft versuchen der Präsident und sein Verteidigungsminister, die Erwartungen zu Hause zu dämpfen. Im Süden Afghanistans wird es schwieriger als im Norden, denn sie haben dort keine Verbündeten wie die Nordallianz und müssen zum großen Teil alleine versuchen zu verhindern, dass die Taliban sich für den Winter verschanzen und das Land de facto teilen. Der Irak ist nicht bereit, eine Wiederaufnahme der UN-Waffenkontrollen zuzulassen. Auf eine entsprechende Forderung von US-Präsident Bush hieß es in Bagdad, man werde sich Drohungen nicht beugen. Vielmehr sei es an den Vereinten Nationen, die während des Golfkriegs verhängten Sanktionen aufzuheben. Bush hatte in scharfer Form Beweise dafür verlangt, dass der Irak keine Massenvernichtungswaffen mehr produziert. Anschläge haben heute neue Vermittlungsbemühungen der USA im Nahen Osten überschattet. In Afula, im Norden Israels, wurden 2 Israelis getötet und mindestens 30 Menschen verletzt. Auch die beiden Attentäter kamen ums Leben. Im Gazastreifen griffen am Abend Palästinenser einen Bus mit jüdischen Siedlern an. Eine Frau wurde dabei erschossen. Israels Ministerpräsident Sharon warf bei Gesprächen mit den US-Vermittlern Zinni und Burns Palästinenserpräsident Arafat erneut vor, nicht genug gegen Extremisten in den eigenen Reihen zu unternehmen. Für den sicherheitsorientierten Sharon ist Amerikas neuer Nahostvermittler genau der Richtige, Ex-General Zinni, auf Friedensmission. Zinni soll so lange zwischen den Israelis und Palästinensern pendeln, bis endlich Waffenruhe herrscht. Sharon besteht darauf, dass 7 Tage lang absolute Ruhe herrschen müsse, bis erste Verhandlungen mit den Palästinensern zur Umsetzung des Mitchell-Plans aufgenommen werden können. Wir haben alle notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, um den Terror zu bekämpfen. Terror ist das größte Hindernis für einen Waffenstillstand. Am Mittag blutiger Terroranschlag in Afula. 2 Israelis werden getötet. Palästinensische Attentäter feuerten wahllos beim Busbahnhof auf Passanten, bis sie selbst von Polizisten erschossen werden. Die Attentäter stammen aus dem wenige Kilometer entfernten Jenin. In der Nacht hatten die Israelis von dort ihre Panzer abgezogen. Am Abend wird dieses Bekennervideo veröffentlicht. Zum ersten Mal haben islamischer Dschihad und die Al-Aqsa-Brigade gemeinsam einen Anschlag begangen. Einer der Attentäter war Polizist und Aktivist der Fatah-Bewegung, die Arafat nahesteht.